Willkommen zurück bei Transistor. Ich dachte, ich nehme gleich noch eine Folge auf. Einfach, um so ein bisschen voranzugehen. Einfach mal zu schauen, was das... They beat us here. Okay, opa. They were waiting. Thought we make in time to. Ich weiß überhaupt nicht, was hier das Ziel ist. Ich weiß nicht. Fertile ground. Was jetzt aufspielen? Okay. Aufblühen. Okay, kann man da irgendwo rüberspringen? Not a soul. Hardly recognize this place without the foot traffic. Okay, irgendwie ist das hier wohl alles leer. Und das sind irgendwelche Dinge, die ich hier aufsammeln. Macht passiert irgendwas mit? Nee. Okay, hier ist noch so ein Terminal. Mal gucken. Must be starving. Ah, Hunger? Essen Sie etwas. Befriedigen Sie Ihren Hunger mit dem gratis Feinschmecker-Fladenbrot von Jungtjons Jan. Sea monsters really the only choice here. Erntegarten, Seemonster. Erntegarten, ha? Zack. Or that. Just have to get back to your place before it gets cold. 8 Minuten in die Adresse geliefert. Okay. They're hungry too. Okay. Das ist alles irgendwie seltsam. Also, seltsame Sache. Wir lassen uns hier aber überhaupt nicht verunsichern. Okay, wir können hier nochmal. Schon. Ich glaube, wenn das hier so funktioniert. Wenn das hier so funktioniert wie das andere auch, ich werde das, glaube ich, umändern. Das wird zu entfernen. Und zwar werde ich das hier hinpacken, weil der ist irgendwie. Bin ich da. It's Nyla. Everybody said she split after Goldwalk Channel opened up. Okay. Alles klar. Nyla Chien. Chain? Es dürfte nicht leicht fallen, ein attraktiveres und offenherzigeres Mitglied der Gesellschaft in Cloudbanks Bezirk Goldwalk zu finden als Miss Nyla Chien. Sie verwendet mehr als 66% ihrer verfügbaren Zeit auf Aktivitäten wie die Verabschiedung von Verordnung zur Verbesserung unterentwickelter Regionen, die Kontaktaufnahme zu gewohnheitsmäßigen Nichtwählern und deren Informationen oder die Fürsprache für Gruppen ohne adäquate Vertretung. Da ihre Liebe für den Bezirk wegen alten positiven Erfahrungen, die sich zu Nostalgie gewandelt hatten, tatsächlich aufrichtig war, wurden ihre Motive kaum in Frage gestellt. Trotzdem hatte Miss Chien Gegner, was bei der Öffnungsfeier, die sie für den Goldwalk-Kanal organisiert hatte, äußerst deutlich wurde. Na gut. Installiere oder benutze die Funktion in einem Aktivslot, um mehr zu erfahren. Okay, welche... Details. Aha. Aber was hat das denn hiermit zu tun? Okay. Das hat damit gar nichts zu tun. Moment. Was passiert jetzt hier?
Lillian Platt used to run the OVC. Said she left for personal reasons. Ah. Schau mal einer, guck. Die haben wir ja vorhin aufgenommen. Miss Lillian Platt war eine der herausragendsten Wissenschaftlerinnen in Cloudbank und die jüngste Person, die jemals zur Vorsitzenden des OVC-Vorstandes gewählt wurde. Unter ihrer Führung wurde die Anzahl der OVC-Terminals in Cloudbank mehr als verdoppelt und die Übertragungsstärke um mehr als das Vielfache verstärkt. Dann aber wurde sie zur jüngsten Person, die diesen Posten jemals aufgab. Denn nach weniger als 2 Jahren reichte sie ihren Rücktritt ein, um außerschulischen Aktivitäten nachzugehen. Bei privaten Unterredungen wiesen mehrere ehemaligen Kollegen darauf hin, dass das plötzliche Verschwinden von Mr. Maximilia Starzi, eines engen Freundes, der Grund für ihren Rücktritt gewesen war. Offizielle OVC-Kopien zufolge hatte sich Darzi eines Tages dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen. Na. Details, Upgrade. Ja, das hatten wir das schon. Okay. Das ist ja, Red. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Okay, auf der Todesliste. Musik. Linguistik. Intakt. Red. Also wir. Gehörte 5 Jahre lang zur Creme de la Creme der darstellenden Kunst in Cloudbank. Ah, nicht Mode, sondern Kunst. Also, wahrscheinlich Musik, nehme ich mal an. Singen, denke ich mal. Obwohl sie in Traverson Hall studierte, zeigte sie schon früh Interesse an Musik. Aha. In Traverson wurden viele der emotioniertesten Städteplaner der Stadt ausgebildet. Red dagegen verbrachte den Großteil ihrer Zeit damit, die im Entstehen begriffene Kunstfakultät der Akademie auszubauen und war die erste, die 2 nicht traditionelle Disziplinen auswählte. Die Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie aus persönlichen Gründen keine Erklärung dazu abgeben wollte. Selbst als sie bereits im Rampenlicht stand, antwortete sie kaum auf Fragen nach ihrer Vergangenheit und den Einflüssen auf sie. Ihre Arbeit würde für sich selbst sprechen, sagte sie dann oft. Trotzdem gab sie zu, ihre Musik niemals mit dem Ziel zu schreiben, Kontroversen aufzuwerfen. So. Okay. Aha, was hat mir das hat mal? You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Okay. Da wissen wir gar nichts drüber. So. Das war dieser und dieser. Preston Moyle. Guess he went out joyriding one night and never came back. Reflexmaschine. Mhm. Integriert ist der. Ah ja. So nimmt man das also heute. Hintergrund. Auf der Rennstrecke von Cloudberg war Preston Moyle der Erste, der 4 Jahre hintereinander mit unerschütterlicher Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wurde, die Rennen der 1200 Kubikzentimeter Klasse populär gemacht zu haben, wurde aber nicht nur durch seine überragenden Fahrkünste, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motorräder eigenhändig zusammenbaute. Ah, und dem sein Rad haben wir vorhin geklaut. Tada. geliehen. Naja, brauchst du ja auch nicht mehr. Man kann ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. Und der Satz hat so überhaupt keinen Sinn gegeben, wie ich ihn vorgelesen habe, deswegen lese ich ihn nochmal vor. Man kannte ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbank unterwegs war. So. Und dann wurde Mr. Moyle eines Tages... Und dann war Mr. Moyle eines Tages plötzlich verschwunden, wobei er mit Ausnahme seines schnellsten Motorrades seinen gesamten Besitz zurückließ. Und dieses schnellste Motorrad hat uns geholfen, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Schau mal einer, guck. Nutzungsgrad... Okay, von dem haben wir diesen Böbbel hier weggeschnappt. Das sind wir. Da wissen wir nix. Das war die Schnecke hier. Das war der Mister. Und das hier
war die andere. So, ich musste meine Kehle einmal wässern. Wieso? Nee, das will. Ja. Das wollen wir doch behalten hier, oder? Ja. So, das Upgrade haben wir hier reingeschleudert. Genau. Das heißt, unser Haupt. Ich denke, das ist so momentan der Hauptschadensmacher. Wait, wanna check the channel back there? Okay, dann gucken wir mal, was das so. Notfallturn initiiert. Okay. Haben wir was verloren? Just passing through. Okay. Nächster Level. Nice. What do you see? Was passiert? Okay, wir kriegen. Ah, jetzt kriegen wir was Neues. Load. Bildet ein unbeständiges Paket. Paket zur Auslösung einer größeren Explosion. Okay. Erhöht den Effektbereich der meisten. Und da haben wir Switch. Ändert die Loyalität eines Ziels und lässt es dem Benutzer dienen. Führt. Ah, nice. Das nehmen wir. Switch. Wir sind wirklich in so einem digitalen Raum. Oder? Kriegen wir das jetzt wieder? Ein weiterer Zugangspunkt. Ach Mensch, jetzt ist das so weg. Nee, das wollen wir gar nicht. Das Funktion ausfüllen packen wir hier rein. AOE. Schick und. Ne, können wir nicht. Da können wir es reinpacken. Okay. Nice. So. Das ist wieder frei. Das heißt, das packen wir hier rein. So. Bis das andere wieder da ist, ne? So. Jetzt gucken wir, was es hier so schön ist. Nobody changed the sky like Yondale. Why her? Okay. Ja, da haben wir ja ganz viele Informationen rüber. Nämlich gar keine. Let's go to town. Ab in die City. Ich will aber, will ich in die City? Ich habe auf jeden Fall den ollen Macker hier kaputt gemacht. Wollen wir in den Cloudwood-Kanal? Ja. Das better not grow back. Wo ist das? This was inside. Back to the wall. Worst, pal.
Also, hier aber was los. Hier ist aber ganz schön was los. Ja. Ja, guck mal, Zugangspunkt. Jetzt ist unsere Schnecke wieder da. Ja, da. Los geht's. Alles klar. Und jetzt haben wir das auch. Boah, hier hin. Zack. Nice. So. Gibt's jetzt hier mehr Informationen? Kriegen wir, je öfter wir die benutzen, mehr Informationen darüber? Kann das sein? Wir werden das erleben. Aber sie war der erste Sky-Painter von Cloudbank. Jemand, der aus dem sich fortwährend verändernden Himmel ein Kunstwerk zu gestalten verstand. Ihre Arbeit erfreute Tausende, die sich daran erinnerten, den Himmel einst als gegeben hingenommen zu haben. Durch die Umgestaltung des Himmels um die Stadt herum erlangte Miss Yondail eine stattliche Anhängerschaft. Und als mit ihren Fähigkeiten auch ihre Beliebtheit wuchs, begann sie Forderungen zu stellen. Eine dieser Forderungen kam direkt von Herzen. Der Bezirk Goldwalk, wo ihre Verehrer lebten, zog sie magisch an. Dort wollte sie für ihr eigenes Wohl und das der Gemeinschaft den Horizont zur Sonnenwende in schimmerndem Saphir erscheinen lassen. Dies markierte den Zeitpunkt, an dem ihre Kunst zur Belastung wurde. Na, Chemie hat die gemacht, die gute Frau. Okay, gibt es denn jetzt hier auch noch mehr? Der schreibt uns dann immer hier schön auf, wenn es was Neues gibt. Lead the way. Nach mir, sagt er. Alles klar, dann wollen wir mal. Hier ist wieder so ein... Ui, nee, aber der falsche Knopf. They're saying everyone up and left. Nothing to see here. Goldwalk immer noch offline. Nach der Evakuierung des beliebten Gold Cloudbank Bezirks gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten. Aha. Der nordwestliche Quadrat von Cloudbank bleibt weiterhin offline. Bevorstehende Untersuchungen, OBU. Die Behörden weisen Behauptungen, ihre Untersuchungen würden mit dem kürzlich verschwindenden Personen zusammenhängen, ins Reich der Fabeln. Oberinspektor Walter Nies lobte die Arbeit des 18. Polizeireviers, das mit den Ermittlungen betraut wurde. Unter meiner Führung hat es noch nie eine derart gründliche Untersuchung gegeben, sagte Nies. Derzeit ist es noch nicht absehbar, wann die Einwohner von Goldwalk wieder in ihre Wohnung zurückkehren können. Wollen wir das dazu schreiben? Jawohl, ja. Yeah, I'll say. Ich konnte es leider so schnell nicht mitlesen. Falls ihr es gelesen habt, schreibt es in die Kommentare. Rechne nicht damit, dass Goldwalk in absehbarer Zeit wieder betreten werden darf. R. Okay. Die Frage, die sich mir jetzt stellt. Okay. 8 blocks off. Almost there. Kommen wir jetzt hier wieder zurück? Nee. Ach. Was wollte ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, war wohl nicht so wichtig. Wir gehen einfach mal weiter. Noch 8 Blocks, sagt er. Durchgang, Zugriff. Oh, da haben wir ganz schön viele schon da get gewesen. Ready to get jumped. Or not. Ja. Let's not stick around. Man weiß nicht so richtig. Okay. Aber was bringt das denn? Okay. Die Bucht. Also ich weiß halt nicht so richtig. Also das sieht alles so... Got some kind of cheerleader this time. Thank you.
I guess we're done here. Ah, also, ich bin doch nicht so gut, wie ich dachte. Ja, das ist alles so ein bisschen seltsam. Ne? Wir haben hier, das wirkt ja alles so ein bisschen digitalisiert, auch wie das Schwert hier so rüber ruscht. Aber, ne, da kann man hier nur so, Think we got everyone back this way. Okay, wir haben schon, ja, alles gut. Wenn du das so genau weißt, dann gehen wir weiter. Aber diese Klötze, die sehen so seltsam aus. Dann finde ich das ganz schön gruselig, dass man irgendwie die, scheinbar die, die Leute aufnimmt. Aus irgendwelchen Gründen dieses Platinenschwert da reinpackt. Ja, und warum, wo die alle hin sind, warum wir alleine sind, warum das alles ist, vielleicht hat das ja auch einen Grund, vielleicht ist das irgendwie... Hope you're wearing comfortable shoes. Was? So augmentierte Realität. Einfach mit so einem digitalen Overlay. Here we are. Sowas in die Richtung könnte ja sein. Vielleicht klärt sich das auch alles noch. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ja, schönes... Deserted. Ja, das war's. Ui, jetzt. They know we're here. Okay, das. Ja, wirkt alles aus. Unless you count him. Okay. Hi. Where'd everybody go? Der dicke Mann. Das ist Mr. Monopoly. Well, we're gonna get you out of here. He says the process wiped him out. Der Prozess hat ihn erledigt. He's too far gone. Das ist alles ganz schön. Seltsam. Okay. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine neue Fähigkeit, die wir jetzt aber noch nicht machen können. Oh, shit. She brought help. Ist die Olle jetzt schon weg oder was? Nee. Ja, hast du ja nicht so gedacht, ne, Lady? Still kicking, huh? Du weißt, wo alle hin sind. Na, dann sag's mir doch, wenn du das so schon weißt. Ja, Quatsch. Ich drücke hier immer die falschen Tasten. So, was haben wir jetzt neu? Nix. Wir haben den einfach nur mitgenommen. Ja, da ist er wieder raus. Einen weiteren Zugangspunkt mal wieder. Ja, dann packen wir das wieder hier hin. Zack. Okay, das wird jetzt die nächsten Kämpfe werden natürlich schwierig. Werbematerial. Ich gucke. We never miss the show. Alles klar. Ja, ich würde sagen hier
mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich wieder mal. Es war meine Freude mit euch hier in Transistor. Wie gesagt, wenn ihr Ideen zu dem Spiel habt, in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt irgendwas anderes rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Na? Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.